Ja, wir haben jetzt hier die Videoaufnahmen vom Roten Rathaus, wo der seltene Gullitaucher gesichtet worden ist. Das befindet sich hier direkt im näheren Umkreis des Neptunbrunnens. Und wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass alle Gullitaucher mittlerweile geknechtet worden sind oder in Gefangenschaft geraten sind. Wir werden ihn nun einmal verfolgen. Und wie wir jetzt hier sehen, hat er mit seiner Arbeit begonnen. Das allererste Mal, wie es hier von Augenzeugen berichtet worden ist, ist er jetzt hier aufgetreten, nachdem es einen kräftigen Wolkenbruch gegeben hatte und der Platz hier überflutet war. Und ja, nun schauen wir ihm erstmal ein wenig bei der Arbeit zu. Eine sehr ausgeklügelte Technik, die er hier verwendet. Und daraus schließe ich eben halt auch eine sehr große Erfahrung, die er hier mitbringt. Zu dem Zeitpunkt, als der Gullitaucher hier erschienen ist, war auch die Aktionskünstlerin Frau Ute Donner vor Ort und hat auch natürlich direkt die Kamera draufgehalten. Danke für die tollen Videoaufnahmen hier auf jeden Fall. Und auch sie hat persönlich mit dem Gullitaucher gesprochen und hören wir uns das jetzt einfach mal an. Der ist verstopft oder was? Ja. Das ist ja schon seit Ewigkeiten so. Du machst die Arbeit von anderen Leuten, ja? Das machst du jetzt. Einer muss sich aber drum kümmern.